Hey liebe Leute und willkommen zu dem Video. Ja, ihr habt mitbekommen, heute am Dienstag, den 5.3. war ja eine Demo gegen Artikel 13 eines mentalen Dämonenmünzen. Ich war auch vor Ort, wollte den ursprünglichen Livestream, konnte dies aus technischen Gründen leider nicht machen. Allerdings habe ich trotzdem das Wichtigste in Videoform aufgehalten oder festgehalten und werde euch dieses jetzt nach und nach einfach die einzelnen Szenen, die ich mitgeschnitten aufgenommen habe, werde ich abspielen. Habe ich zusammengefügt, damit ihr eben ein Bild von der Demo bekommt. Es sei gesagt, es war Sachen einmal, es war kalt, nass und dunkel. Deshalb kann man leider in Gottes Namen nicht viel erkennen. Ich hau ab, dass das irgendwie noch ein bisschen nachträglich heller macht, das Video irgendwie, damit man es wirklich gut erkennt, aber es kann für nichts verspressen. Und das zweite ist, wie gesagt, wird leider streamen, es ging leider nichts, aber es hat gesaut, dass die Videos da wo es gut werden, wie es nur geht. Man versteht mir manchmal an ein oder anderen Stellen nicht, weil der Lärm so laut war von den Demonstranten. Und wie gesagt, die Lichtverhältnisse waren leider auch nicht so toll. Wird aber alles besser an der Demo am 23. März. Europaweite Demo, die ist so viel ich weiß am Vormittag. Das heißt, da können wir dann so richtig eben durchdemonstrieren und man hat auch Listen alles und da wird dann wirklich auch live gestreamt. Da funktioniert die Technik, da sind auch mehr Leute, da klappt das, heute war es nur allein, Livestream ging da leider eben nicht, aber ich habe das Wichtigste in Videoform festgehalten, das sage ich auch jetzt, viel Spaß bei dem Video. So, hi Leute, willkommen zu dem Video. Die Fürste, man wird halt kaum was sehen, was so cool da ist, aber hier sind wir auf der Demonstration, man kann streamen, dies hat leider nicht funktioniert, deshalb nehme ich einfach gesagt einfach nur auf, es regnet und es ist kalt. Also nicht die besten Wetterbedingungen unbedingt, aber ich kann mal schauen, dass jetzt ein paar schöne Aufnahmen vor uns rausgeht. Die das sein, da sieht man die Realist hier. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wetter ist nicht so toll, es regnet nämlich hier in München. Aber trotzdem, da war es toll, ich bin da den Traum gefahren. Und ja, auf der Rollbach leider gar nicht sieht, weil es viel zu dunkel ist. Schauen wir mal, dass wenn irgendwo mal Licht ist, ist vielleicht mal was wieder herbekommen. Damit ihr mal ein bisschen seht. An dem hier ist aber still noch gar nichts. Ich kann jetzt noch nicht am Rand gehen. Dann werdet ihr sehen, wie ihr seht, wird ihr nichts. Das hat ganz weg, wenn man sich überhaupt registriert. Ja, da. Ich weiß nicht, ob ich an den Rand gehe. Ja, sieht besser, dass die ganze Straße ist voll. Mit Leuten gefüllt, mit Stopp, die Sensor. Und alle haben das Spiel, Artikel 13. Und ja, ich habe darum jetzt zu verhindern, dass die Artikel einfach durchgesetzt wird. Europaweite Demo sind am 22. März. Das sind so viele Kreise vormittags, das heißt, da sieht man was, da macht es mehr Sinn, Livestream. Livestream macht ja wirklich keinen Sinn, wenn man gar nichts sieht. Und das war es kleiner Menzo. Das macht so Chaos auch mehr oder weniger dunkel und so. Dann war ich nicht gegen Livestream entschlossen, wollte aber trotzdem das Wichtigste festhalten. Das macht es eben in dieser Videoform. Und jetzt gehen irgendwie alle hier auf den Gehsteig. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Vor allem, wenn wir jetzt mal wirklich mal nach vorne kommen. Box! Ist die Box? Wo 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 ist die Box?
Ich wollte einen Spaziergang mit den Leuten von CSU. Nie wieder CSU! 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 Nie Das Verbot der CSU, was für ich, was willst du? Das Verbot der CSU, was für ich, was willst du? Das Verbot der CSU, was? Die Box ist angekommen, sie ist gefunden worden. Da ist die Box, könnt ihr mal kurz rufen. Da ist die Box, da ist die Box, da ist die Box. So, ein Stück weit weiter in die Straße rein, in die ist die liebe CSU in Bayern e.V. hat da ihren schönen Sitz. Und sagen wir es mal so, als ich gestern kurz auf Twitter geschrieben habe, ich mache einen kleinen Spaziergang dahin, habe ich gedacht, 20 Leute. Gut, Okay. Ein Applaus für Martin, dass er die Box hebt. So, dankeschön. Also ein Stück weiter in die Ampelstraße da rein ist die CSU in Bayern e.V. Als ich gestern Nachmittag dachte, ich statte denen mal einen kleinen Besuch ab, habe ich mit 20 Leuten gerechnet. Jetzt sind wir locker 1.500, 2.000 Leute und... Und wir haben jetzt wie viel Uhr ich schon mal kurz nach? Wir haben jetzt 18:47 Uhr. Das heißt, wir haben noch locker eine halbe Stunde, die wir der CSU sagen können, was wir von ihr halten. Einfach immer schön in deren Richtung brüllen, was wir von der CSU halten. Und? Ja, und wir waren lang. Das Verbot der CSU! Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! No. Noch nicht weiterlaufen, hallo! Der Zwischenkundgebung, Leute! Bitte mal stehen, alle! Die Box ist hier! Die Box ist hier! Die Box ist hier! Okay! Stopp die Zensur! 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 Save your Internet! 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 Dankeschön. Wir können uns alles wegnehmen, aber nicht das Internet. Und unsere Meinungsfreiheit, die könnt ihr bitte auch da lassen. Dankeschön. So, wir haben drei Artikel, nicht zwei, wir haben drei, die wir kritisieren. Artikel 11 und 13 kritisieren wir aber auch 12. Und das ist so eine Geschichte, die ich deswegen, weil die meisten nicht wissen, was 12 ist, auch noch gerne ansprechen würde.
die Box übersteuert? Nein, du darfst nicht ins Mikro in die Box halten. Okay. Ich drehe mich von der Box weg, damit es keine Übersteuerung gibt. So, ich fange, denke ich, chronologisch an bei Artikel 11. Leistungsschutzrecht sagt wahrscheinlich wenigen was, oder vielleicht doch. Auch unter dem Namen Linksteuer bekannt. Es ist vergleichbar mit, du setzt dich in ein Taxi, fährst zum Zeitungskiosk und gehst dann zum Kioskbetreiber, kaufst dir eine Zeitung ab, gehst und sagt, hey, mit runter geht so. Ja klar, Google hat vielleicht das Geld, aber kleine Blogger, kleine Nachrichtenseiten, die haben nicht die Möglichkeit, hier für jede Nachricht, für jedes Zitat eine Lizenz zu holen. Und Stopp die Zensur! Und da haben wir einfach die Situation. Stopp die Zensur! Auf den Zensuraspekt kommen wir nämlich jetzt gleich zu sprechen. So, die ganzen komischen Nachrichtenhäuser da, hier Axel Springer und Bertelsmann, die ja auch diese Reform massiv pushen, haben die Möglichkeit, für ihre Nachrichten Lizenzen auszugeben oder auch nicht auszugeben, ob Blogger ihre Nachrichten oder andere Leute ihre Nachrichten verwenden dürfen. So. Die können sagen, hey, ihr kriegt keine Lizenz, ihr dürft uns nicht zitieren, oder falls die Lizenzen ausstellen, ja, ihr kriegt die Lizenz für 1 Million Euro, ach, du bist ein Blogger über Politik und tust hier uns kritisieren, unserer Linie entgegenfahren, okay, dann deine Lizenz kostet jetzt 2 Milliarden, oh, kannst du nicht zahlen, ups, ja, dann kannst du es halt nicht verwenden. Und hier kommen wir zu Stopp die Zensur! Stopp die Zensur! Wunderbar. Also, es ist nicht nur Artikel 13, der zur Zensur führen kann und auch wird, sondern auch Artikel 11. Das haben wir uns gerade geklärt. So, jetzt kommen wir zu Artikel 12. Warum der nicht in der Debatte ist? Gut, es geht mit Artikel 12 nichts ums Internet. Aber Artikel 12 zeigt, dass es in der Reform definitiv nicht um die Urheber geht. Artikel 12 heißt, du bist, ist, wie erkläre ich das? Gut, das ist jetzt... allein, dass du einen Song auf YouTube oder auf Spotify oder auf Google Music oder so hochlädst, ist für diese ganzen Plattformen eine ausreichende Rechtsgrundlage, dass sie Ausgleichszahlungen verlangen. Das heißt, du bist ein armer Künstler, hast eine Band, hast ein Konzert und spielst da ein bisschen was und kriegst sowieso kaum Cent zusammen. Und dann kommen auch noch hier mit Artikel 12 Google und Facebook und Spotify und alle zu dir hin und sagen, hey, wir wollen Ausgleichszahlungen von deinem Werk, weil du hast es ja bei uns hochgeladen. Das ist Artikel 12. Wie ist das? Scheiße! Wie ist das? Scheiße! Wie ist das? Scheiße! So, und wenn mir jetzt noch einer von den komischen Leuten da drüben erzählen will von der CSU, ja, es geht hier um die Urheber, wir wollen denen bessere Vergütung hier bringen, und dann kommen die mit Artikel 12 an. Glauben wir das denn dann? Nein! Glauben wir das ihnen? Nein! Wunderbar. Gut, jetzt kommen wir zu Artikel 13, der meistverschriebenste und berechtigterweise auch meistverschriebenste der Reform. Jede Internetseite, die älter als 3 Jahre ist und einen bestimmten Umsatz hier hat und bestimmte Leute, die Seite aufrufen. Das muss alles erfüllt sein. Es muss alles erfüllt sein, damit die Ausnahme besteht. Das heißt, in der Form muss es tatsächlich oder sein. Ich habe mich gerade. So, auf jeden Fall, so gut wie keine Webseite ist von den Ausnahmeregelungen betroffen. Das ist Konsens. So, außer du hast sie gerade aufgemacht. Und alle anderen Webseiten müssen mit allen Rechteinhabern der Welt Lizenzvereinbarungen schließen. Wie viele Rechteinhaber auf der Welt gibt es? Ich glaube 8 Milliarden. 7,5 Milliarden jetzt Rechteinhaber haben wir auf diesem schönen Planeten. Alle Rechteinhaber bitte einmal die Hand hoch. Und was halten diese Rechteinhaber von der CSU? Nicht so viel, ne? Gar nichts! Auf jeden Fall, haltet ihr es für möglich, dass YouTube hier bei jedem Einzelnen von euch persönlich an der Tür anklopft und fragt, ob ihr eine Lizenz abgibt? Nein! Also, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Genau. So, und weil das nicht möglich ist, offensichtlicherweise, jedem Menschen hier bestmögliche Anstrengungen zu machen, so zu jedem hingehen und fragen, hey, gibst du mir eine Lizenz?
Und natürlich kann auch jeder sagen, hey, nee, ich gebe euch keine Lizenz. Ist der nächste Schritt, man braucht effektive Technologien, um Inhalte vorab abzufiltern. Aber keine Upload-Filter, das sind sie nicht, nee. Das sind nur effektive Technologien, die beim Upload filtern. So, niemand hat die Absicht, einen Upload-Filter zu errichten. Aber es geht nur irgendwie so in die Richtung. Selbst, wenn man die Lizenzen hätte, müsste man zählen. Selbst wenn man die Lizenzen hätte, müsste man zählen. Genau, bräuchte man auch einen Filter. Aber darum geht es gar nicht so. Eine Sache, Axel Voss sagt, er will keine Upload-Filter. Okay, was ist die logische Konsequenz? Wenn du dem Gesetz entsprechen willst als Webseite und keine Upload-Filter willst, was musst du dann mit deiner Seite machen? Löschen. So. Was sollten Axel Voss und Manfred Weber machen? Sich löschen. Danke. Heribert Hirte hat mehr Follower als wir alle. Er hat leider mehr Follower als ich, deswegen konnte ich da nicht antworten. Aber es hat Gronkh übernommen. Ein Greetings an Gronkh. Danke, dass du gezeigt hast. Greetings an Gronkh. Oh Gott, jetzt hab ich den Namen vergessen. Der von der WBS-Kanzlei, der coole Typ. Solmecke, jetzt hab ich's. Solmecke wurde auch von Heribert Hirte angegiftet. Hat Solmecke auch mehr Follower? Ich glaub schon, oder? Ja, 10.000 mehr. Solmecke hat 10.000 mehr Follower als Heribert Hirte und Heribert Hirte maßt sich an, etwas gegen Solmecke zu sagen. Das ist seiner Logik unmachbar. Solmecke! Also an Solmecke gerichtet, wir haben hier ja Kameras, vielleicht kriegt er das im Nachhinein mit. Falls Sie in Ihrer Freizeit nicht genug zu tun haben, wir bei der Piratenpartei haben zwar schon ein paar gute Juristen, aber ein paar so kompetente Menschen wie Sie können uns nicht fehlen. Und herzliche Einladung zu unserem Bundesparteitag zu kommen. Auf jeden Fall, der Typ ist kompetent und wurde von Heribert Hirte angegangen, genauso wie Angriffsmacht. Ich weiß nicht, wie kompetent der ist, aber er hat jetzt mehr Follower als Heribert Hirte. Wo sind wir stehen geblieben? Upload-Filter. Genau. Axel Voss will entweder will kein Upload-Filter, heißt Axel Voss will, dass das komplette Internet gelöscht wird. Internet ist Neuland, kennen wir. Für die CDU, CSU sowieso. Und Demokratie ist für CDU, CSU auch Neuland, Manfred Weber. Am 23. sind da überall Demos, ja gut, dann legen wir die Abstimmung halt davor. So funktioniert Demokratie nicht. So funktioniert Demokratie nicht. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Solmecke, der kann Ihnen gerne erklären, wie Demokratie funktioniert. So. Gut. Viele Webseiten werden ganz schließen. YouTube, die CEO von YouTube, Susan Wojcicki, hat gesagt, okay, sie machen das ein bisschen anders. Die ganzen kleinen YouTuber, die ganzen privaten Leute, die werden alle rausgeschmissen aus der Plattform. Und die ganzen Leute, die Medienkonzerne hinter sich haben, also Bild, Axel Springer und sonst was, die Anwälte im Petto haben, die Urheberrechtssachen klären, die dürfen auf YouTube bleiben. Wollt ihr das? Nein! Wollt ihr das? Nein! Wollt ihr das? Nein! Wunderbar. Gut. Also die meisten Webseiten werden schließen, manche Webseiten machen es so wie YouTube und sagen, hey, ihr dürft nicht drauf. Und die Webseiten, die tatsächlich diese Upload-Filter installieren, da kann man ganz einfache Sachen machen. Du brauchst eine Datenbank für Upload-Filter. Du brauchst eine Datenbank, wo du alles hochlädst, was gesperrt werden sollte. Das heißt, ich bin Coca-Cola, habe dann eine kritische Doku über Coca-Cola, lade die in die Urheberrechtsdatenbank hoch und fups, ist sie aus dem kompletten Internet verschwunden. Wenn die CDU, CSU jetzt sagt, sie wollen nicht zensieren, aber für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten, für jedes Großunternehmen, das Kritiker loswerden will, Zensurinfrastruktur bereitstellen. Wie ist das? Zensur! Was ist das? Zensur! Was ist das? Zensur! Ja genau, ich habe gerade was und wie. Okay, was ist das? Zensur! Was ist das? Zensur! Was ist das? Zensur! Genau, und die drüben werden es wahrscheinlich sowieso nicht anhören, aber trotzdem, was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU!
So, die Demo heute läuft unter dem Motto Hashtag SaveYourInternet, Demonstration gegen die Abstimmung zur Verschiebung der Abstimmung zur Urheberrechtsreform. Der Titel ist ein bisschen lang geraten, aber auf jeden Fall, wenn ihr auf Twitter schreiben wollt, dann Hashtag Demo gegen die Abstimmung zur Verschiebung der Abstimmung. Oder Demo gegen die Hashtag Abstimmungsvorverlegung. Ja, die Hashtag, das, oder schreibt einfach SaveYourInternet, geht auch. Eigenwerbung! Auf jeden Fall. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Ich glaube, wir müssen dann langsam... 19.04 Uhr. Okay, wir müssen langsam tatsächlich wieder weiterlaufen. Das heißt, es hat mich mega gefreut, hier die kurze Zwischenansprache halten zu können. Aber bevor wir loslegen, ich meine, die CSU hört uns jetzt und wo ist die eine Sängerin von vorhin? Die ist irgendwo hier. Die ist irgendwo, okay. Wo ist das Megafon? Du warst nicht die, die vorhin gesungen hat, oder? Kannst du singen? Nee, ich kann singen. Du warst es, genau. Bevor wir weiterziehen, wollen wir der CSU noch ein kleines Ständchen singen und sagen, was sie nicht einschränken kann. Und das sind unsere Gedanken. Sie können uns das Internet nehmen, sie können uns die Freiheit nehmen, unsere Gedanken können sie uns nicht nehmen. Wir werden aufstehen und wir werden uns dagegen wehren. Und deswegen, ich habe ein Mikro, ne? Kannst du schon... So. Ziehen vorbei, die nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Wunderschön, nochmal und ihr bitte alle lauter, danke. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleiben dabei die Gedanken vorbei. Wunderbar. Aber Menschen, wir meinen es noch nicht. Wir waren jetzt noch nicht laut genug. Wir machen eine dritte Runde und diesmal, ich meine, wir sind ja auch noch ein Stück weiter weg. Wir müssen ein bisschen lauter sein, damit wirklich bei denen die Scheiben klirren und die Kollegen von Manfred Weber wissen, wer hier steht und dass diese Bots oder dieser Mob hier wirklich wütend sind. Und deswegen, wir sind friedlich, aber wir sind wütend. Wir sind die Bots! Wir sind die Bots! Wunderbar. So, also, eine dritte und letzte Runde und auch die letzte Runde für heute Abend. Die Gedanken sind frei. Und bitte, ihr habt alle einen Kehlkopf, ihr habt alle eine verdammt geile Stimme so und... Bitte zeigt sie der CSU, und zwar so laut wie möglich. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Lass mal kurz an. So, wir werden jetzt Richtung Meilinger Straße gehen. Das ist die nächste U-Bahn-Station. Da werde ich dann kurz eine Abschlusskundgebung geben und dann löst sich alles auf. Also noch ungefähr 200-300 Meter in die Straße weiter bis zur U-Bahn-Station und da gibt es dann die Abschluss. Beide Straßenseiten! Wir sind so groß, dass wir Wir sind laut, Mama, Luzi, Freiheit, auf! Wir sind hier, wir
wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Entschuldigen wir, oder? Nee. So, keine Ahnung, ob ihr es hört, Leute, aber das war gerade eine kleine Ansprache eben. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas erkennen. Ich habe keine Ahnung, weil die Lichtverhältnisse wirklich nicht so gut sind hier. War aber trotzdem definitiv sehr interessant anzuhören. Gestern hat der letzte Sun. Gegenüber von uns, nämlich dort, war das Gebäude von der CSU. So, liebe Leute, das war's. Wie gesagt, eben mit der Kundgebung. Jetzt war, glaube ich, gerade in deiner Cut drin. Das ist die Testik, das funktioniert alles nur so halbart. Ja. War ja doch eine sehr interessante Rede. Und jetzt ziehen wir noch ein paar Meter weiter und ich melde mich wieder, sobald wir am Enzel angekommen sind. Auch noch mal eine kleine Rede ist, die werde ich euch natürlich auch wieder aufnehmen. Haben wir uns gleich wieder. Bis gleich. Es ist zu Ende, hoffe ich. So, wir haben bei der Europawahl. Ihr wisst, welche Partei ihr nicht wählen werdet. Hoffe ich. Die wieder CSU! Wunderbar. So, wir planen noch ein paar weitere Aktionen neben der Demo. Also könnt mich gerne jetzt nach der Demo drauf ansprechen, wenn ihr damit helfen wollt und noch ein bisschen viel Freizeit die nächsten Tage habt. Ansonsten 16.03. Auftakt-Demo in Nürnberg. Und am 23. europaweite Save the Internet Demos. Seid ihr dabei? Ja! Wunderbar. Also, es ist 19.14 Uhr und ich schließe hiermit die Versammlung. Danke, München! Danke! Wir sind hier! Wir sind laut! Das war's, die Leute, mit der Demo. Wir sind am Ende. Ich bin jetzt am Bahnhof, setze mich in meine S-Bahn, fahre so nach Hause und nehme mich dann nochmal wieder was anderes zu bringen. Nein, werde ich das nicht machen. Denkt dran, Nummer 23. März sind die europaweiten Demos. Geht hin, wenn es eine Großstadt irgendwo Möglichkeit gibt. Das ist am Vormittag, das heißt, da werden wir definitiv vor Ort sein und auch Livestream. Ging jetzt hier leider nicht, weil ihr habt es gesehen, man hat nichts gesehen, hätte man selbst nichts gesehen und ging aus Testgründen leider auch nicht. Immerhin konnte ich ein Video aufnehmen und am 23. März europaweite Demos werden wir live vor Ort sein. Es wird wirklich live vor Ort sein, das Stream, das ist das Presshaus. Das Haus hat es mir trotzdem gefallen, ich konnte einen Einblick bekommen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao!